Hola amigos, ¿cómo estáis? Herzlich willkommen wieder bei mir, bei Michael auf meinem Kanal auf Gran Canaria. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Heute, wie versprochen, einer der angekündigten Tabake, und zwar den ich zuerst angekündigt hatte. Einen weiteren Aromaten, und zwar den Burgund. Ach, macht er scharf, jetzt macht er scharf. Aus dem Tabakhaus Rauch aus Wetzlar, den der liebe Peter nach Bergheim gebracht hatte, auf Wunsch von unserem lieben Andreas Kaschny, der mir eine Dose von den Zweien abgegeben hat, weil er auch meine Meinung dazu hören wollte. Ja, Andreas, ist es soweit? Ich habe ihn lange genug probiert. Im Urlaub habe ich ihn probiert, jetzt hier auch probiert. Ob er denn tatsächlich ein Weintabak ist, wie wir beide ihn ja schon lange suchen, vielleicht auch einige andere von euch einen schönen Weintabak suchen. Andreas und ich haben ja schon sehr, sehr viele ausprobiert und uns darüber ausgetauscht. Und Peter meinte, na, vielleicht ist das ja etwas, was euch schmecken könnte. Und der erste Eindruck in Bergheim, wo wir uns gleich eine Pfeife gestopft hatten, war eigentlich positiv. Aber ein erster Eindruck sagt ja noch nicht alles. Man sollte ja erstmal einen Tabak einige, viele Male rauchen. Aus unterschiedlichen Pfeifen. So mache ich das, um ja ein Gesamtbild, abschließendes Gesamtbild machen zu können. Oh, Leonia räumt gerade in ihrem Haus da drüben auf. Unser Hauskaninchen, unsere Kleine. Vielleicht hört das so im Hintergrund. Ja. Oh. Ich habe ihn gerade hier angezündet wieder, in einer kleinen italienischen Schönheit, einer Montini mit Sterling-Silberband, einer Art, ja, was soll man sagen, Dublin oder Calabash, schwer zu sagen. Habe ich mir mal Ende der 80er in Göttingen gekauft, eine Pfeife, die ihre Geschichte hat, weil sie mir nie geschmeckt hat, erst in letzter Zeit, komischerweise mit diesem Burgund-Tabak, hat sie ihren Geschmack mit mir zusammengefunden. Ein Wunder also, sie schmeckt mir. Happy, du hast ja gesagt, versuchen, versuchen, versuchen. Hier, ich habe es versucht, zigmal, jetzt endlich schmeckt mir die Montini, die mir über, ja, kann man sagen, Jahrzehnte nicht geschmeckt hat und ein Stiefmütterchen-Dasein geführt hat. Nun gut, beschäftigen wir uns aber mit dem Tabak. Ich habe versucht, Einzelheiten über den Tabak herauszubekommen. Leider konnte ich das nicht. Der Name Burgund spricht eigentlich Bände, und wenn wir den Tabak aufmachen, ich habe hier eine 100-Gramm-Dose, dann entströmt der Dose gleich ein sehr, sehr erfreulicher, angenehmer Geruch, der auch Andreas und mir gleich in Bergheim aufgefallen ist, positiv. Und zwar, ihr würdet es nicht glauben, ein Weinduft. Kein Weißweinduft, sondern eindeutig Rotweinduft. Als ob ein Glas Rotwein vor einem stehen würde. So riecht dieser Tabak. Das steigt hier richtig schön hoch. Ein herrlicher Duft, wie ich ihn bisher noch keinen der angeblichen Weintabake, so auch nicht beim Cabernet di Rosso, den ich euch im, glaube, war das vorletzte oder drittletzte Video vorgestellt hatte, wo ich mir ja auch mal viel erhofft hatte, der dann aber sich als Bärentabak und nicht als Weintabak für mich entpuppte. Aber dieser hier vom Duft her verspricht also schon sehr, sehr viel. Schauen wir uns mal das Tabaksbild an. Ich finde, ein typisches Tabaksbild eines Aromaten. Wie gesagt, zum Inhalt konnte ich nichts finden, aber man kann meines Erachtens sehr deutlich erkennen den Black Cavendish, die Hände Genius und die braunen Burley-Anteile, also die üblichen Verdächtigen, die wir hier sehen. Ein feiner Schnitt mit einigen Flakestücken auch mit drin. Also ein sehr schönes, anschauliches Tabaksbild, wie ich finde. Wie verhält er sich jetzt nun in der Pfeife, dieser Tabak? Er kommt erstmal mit der vorhandenen Kondition zu uns, sodass wir ihn direkt in die Pfeife stopfen können. Er kommt nicht zu feucht daher.
und er lässt sich auch sehr leicht entzünden, bäumt sich aber sehr stark auf. Beim Anzünden, also die Pfeife nicht ganz bis oben hin, was man ja sowieso nicht machen sollte, stopfen, sondern den Rand freilassen. Aber er brennt dann auch, wenn man nicht quatscht, ganz gemütlich bis zum Ende durch und bis zu einer hellen Asche, die er hinterlässt, was eigentlich von einem guten Tabak spricht, der hier verwendet worden ist. Am Anfang, man hatte ja den Duft in der Nase von den Trauben, habe ich diesen Geschmack aber gar nicht. Aber ich wurde auch nicht enttäuscht, weil ich schmeckte den Tabak. Ich muss sagen, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Pfeifen geraucht. Und dieser Traubengeschmack entpuppt sich für mich erst nach dem, kann man sagen, ersten Viertel der Kopffüllung. Dann kommt er deutlich zum Ausdruck. Also dieses Aroma zum Haus. Also es ist eigentlich umgedreht, als ich es sonst von Aromaten kenne. Und dass man erst das Aroma schmeckt und dieses dann nach der Hälfte in der Regel oder nach zwei Dritteln total verschwunden ist und nur bei ganz wenigen bis zum Ende durchhält. Hier ist es so, dass ich ja, ein knappes Viertel vielleicht erst rauche, einen angenehmen Tabakgeschmack habe, von leicht süßlichen Virginias und etwas nussig-herben, mehr schokoladig möchte ich sagen, herben Aromen von Burley und dann sich ein Traubengeschmack auskristallisiert. Kein Beerengeschmack, sondern ja, ein Weintraubengeschmack. Und dieser Weintraubengeschmack, der kleidet den ganzen Mund aus, bleibt am Gaumen kleben wie ein guter Rotwein. Ja, den wollte ich jetzt hier eigentlich noch mir kredenzen. Aber jetzt habe ich ihn vergessen beim Aufbauen. Egal, nicht so schlimm. Gestern Abend habe ich ihn noch mit einem guten Rotwein zusammen genossen. Eine hervorragende Kombination, was den Geschmack des Aromas dieses Tabaks noch deutlich unterstreicht. Wichtig ist, dass man diesen Tabak wirklich langsam in kurzen Zügen genießt und nicht in vollen Zügen, so wie man auch einen guten Wein nur nippt und nicht einfach runterkippt. Weil dann kommt dieser traubige, weinige Geschmack ganz deutlich zum Ausdruck. Auch in der Nase eine leichte Säuerlichkeit, die da draus kommt. Und auch auf der Zunge eine Säuerlichkeit nach säuerlichen Trauben, also wie ein trockener Rotwein, kein süßer Rotwein, was mich also sehr erfreut. Wir haben heute Brückentag, das heißt, alle sind heute zu Hause, alle Nachbarn, deswegen werdet ihr da wahrscheinlich einiges hier im Umkreis hier hören. Bitte ich zu entschuldigen, gestern war Nationalfeiertag, wo die große Militärparade vor dem König in Madrid abgehalten wurde. Erstmalig dabei sein der Kronprinzessin, die ja den Schwur auf die spanische Bandera geleistet hat, vor kurzem in Zaragoza, und dort, wo sie dort ihren Kadettendienst und Militärdienst ableistet. Ist mal schön anzuschauen, diese Militärparade in Friedenszeiten. Also der Tabak einfach köstlich. Er behält seinen Geschmack, ja, bis, also sein Aroma bis fast zum Ende. Bis über das letzte Drittel hinaus behält er den Traubengeschmack. Das ist mir lieber als vom Anfang bis nur zur Hälfte. Und der Rest bleibt leckerer Tabakgeschmack. Nichts Bitteres, einfach lecker. Fazit, ein super Aromat, kein Hocharomat, da man auch einiges vom Tabak schmeckt. Und ein wunderbar gelungenes Weinaroma, wie ich es mir schon lange gewünscht habe. Andreas, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ob du ihn zwischenzeitlich auch so ausführlich probiert hast, würde mich mal sehr interessieren, was du dazu sagen würdest. Für mich ein wirklich gelungener Tabak. Danke dir, Peter, dass du den mitgebracht hast. Einfach super. Ich werde jetzt diesen Tabak hier noch in Ruhe weiter genießen. In den nächsten Videos werden dann die Four Generations drankommen, die ich euch angekündigt habe, mit jeweils einen einzelnen Review. Bleibt mir bis dahin gesund. Genießt das Wochenende, noch die letzten Sommertage oder wunderschönen Herbsttage. Bei einigen von euch scheint ja noch die Sonne, bei anderen regnet schon. Wir haben hier noch weit über 30 Grad, was noch bis Sonntag anhalten soll. Die Schulen sind seit Dienstag geschlossen, einmalig in der kanadischen Geschichte, aufgrund der für den Oktober wirklich ungewöhnlichen Hitzewelle, die wir haben. Aber nächste Woche soll es dann bei uns auch etwas kühler und für unsere Verhältnisse herbstlicher werden. Also in diesem Sinne, meine Lieben, hasta luego, euer Michael aus Gran Canaria. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.